So, well, hi there. This is another video from me. And you can see a schematic where I'm using a typical silicon diode like the 1N4148 as amplitude modulator. But this is not the main topic of this video. I will go to that circuit now and then I will talk about the main topic. Yeah, it's pretty concept-wise. You can use a diode as mixer. You put in the radio frequency signal here and the audio frequency signal here, and on the output you will get an AM signal. You wonder why there are no values for the capacitors? Well, that's because depending on what application you're going to use, you're going to design these values by yourself, and the ones I'm using are pretty random. In my case I'm using a 330 picofarads here and a 1 nanofarad here. This is transmitting on long wave and here's the radio already receiving the signal. And here's the circuit board, and here you can see I'm not sure if you can see it good, but here's the diode. And I'll turn on the radio, or better, I'll turn on the cassette player, and you will hear the clear modulation. So the modulation is very clear, and that's the diode. Diode used as amplitude modulator. Okay, but that main topic I want to talk about is videos and projects. The point is, I have done some experiments and I've done some research and made some new projects, and I basically want to make them as video, but they are kind of, I stuck with one thing. For example, I've designed a test transmitter that can generate a signal from like 1 Hz up to 30 MHz, and there's a problem. The way I made this, I used 2 oscillators. One is my reference oscillator, which is transmitting around about 100 MHz, and the other oscillator is variable from 70 to 100 MHz, and the difference frequency from both oscillators is the transmission frequency. The circuit is not really complex. It uses maybe 4 or 5 transistors, and it does work, but the problem is, how shall I build this mechanically? I can build it like I take 1 capacitor, 1 tuning capacitor, 2 tuned over the whole band, but it would be like 1 centimeter, or I haven't calculated it, but it's like 1 centimeter equals 1 megahertz. So how should you exactly adjust the frequency if you just turn it 1 centimeter on a scale, and this is 1 complete megahertz? How shall you adjust it complete? And the alternative would be that I make 1 testing transmitter which goes from 0 to 5 megahertz and from 5 to 10 megahertz, and has a wider scale to adjust it. But the problem is no 30 MHz then. And also, I'm thinking, on one side I'm trying to make very simple circuits, beginner circuits, and on the other side I don't want them to be complex. And I can't find a middle way, if you want to call it like that. I've also designed another project. Just some days ago I managed to build a walkie-talkie circuit with the ability that you don't need a relay, and there's just 1 tuning capacitor that you need to adjust. But there I stuck with another problem. As receiver, I'd like to use a single conversion receiver with automatic gain control, but the more stuff I put into this walkie-talkie circuit, the more complex it gets. But on the other hand, the better the performance gets. So I could make a simple circuit using just a few transistors, using not so much transistors, which would work as walkie-talkie, but the problem is the range is probably like 30 meters or 100 feet, which is pretty bad. Or I could make the same circuit with the same like 10 milliwatts transmission power with a range of at least 300 feet, but therefore more transistors. And I just can't decide myself, shall I make it rather a little bit complex, or shall I make it very simple and easy for beginners? It wouldn't even be that more complex, you just would have to add some more transistors and resistors and capacitors in the walkie-talkie. But I want the walkie-talkie for beginners, and that's my problem. So I really don't know. That's something where I'm stuck currently. I'm stuck with it, if you want to call it like that. I can't decide. Make a simple circuit, not so good, but not so many transistors, not so complex looking, or make a good circuit, and it's looking complex, although it's not complex. I mean, I've seen beginners that can't even put together a simple transmitter circuit, so I think it's kind of pointless. And my personal opinion is rather go with the rather complex circuit, and yeah, that's pretty much
what I would like to make. Of course, these are just ideas. I do not promise anything that I'm going to build anything. This is just some. These are just some thoughts I have. And another word goes for the high voltage and power inverter circuits. You have seen that my channel is obviously mainly turning into a radio transmitter, radio frequency RF stuff channel. And of course, I do still want to make high voltage projects, and I do want to make power inverter projects, but simply currently I'm pretty much just making transmitter circuits. I've already developed a new power inverter, I've already developed a new so-called flyback singing arc circuit, and both of these circuits do work, they work very well, but I was kind of stupid, and my last laboratory power supply that I had, I destroyed it just with stupidity. I built the singing arc circuit and I tried a conventional flyback transformer, the one with a diode in it, not the AC flyback, it's a DC flyback. And I was getting like a little bit over 1 inch sparks on the output, and I was playing around with it, and I saw that on the pins there are sometimes tiny sparks arcing over, like electrostatic sparks. And I said, oh, I don't care about these sparks, I don't care about them. They won't do anything, and bang, suddenly it happened, my laboratory power supply broke. And that's simply because of my stupidity, because the first power supply I had also broke because I was making a Tesla coil with spark gap, and there were some arcs going on, and suddenly the power supply broke. So now I have a new power supply, and I don't want to be stupid again and break it again with high voltage stuff. So that's one of the reasons why I'm currently not really making much high voltage projects. And also I think there are some other really good channels out there where the persons do have a huge amount of high voltage videos, and they kind of mainly make high voltage videos, and I think you should check these out. I don't want to name exact channels, but I'm sure you will find them with some research. So I haven't stopped making high voltage projects overall, and also I haven't stopped making power inverters overall, but as you can see, currently I'm pretty much into transmitter stuff. Okay, that's the video from me about electronics, and as you could see, you could use a diode as amplitude modulator. Best regards, Stefan. So, hallo Leute, ein neues Projekt von mir, und es geht hier mehr um ein Video-Update als über ein Projekt, als über dieses Projekt an sich. Und zwar handelt es sich um eine Diode, eine Siliziumdiode, eine ganz normale, die als AM-Modulator verwendet wird. Dieses Lithium-Diode erzeugt, wenn man ein Hochfrequenzsignal, also RF-Radio-Frequenz und ein AF-Signal, Audio-Frequenz, wenn man das einspeist, mischt diese Diode das und man erhält am Ausgang ein amplitudenmodelliertes Signal. Diese beiden Kondensatoren, den hier und den hier, habe ich nicht beschriftet, da je nach Frequenz natürlich andere Werte hier anfallen. In meinem Fall sende ich gerade auf Langwelle. Auf Langwelle habe ich hier 330 pf und hier einen f. Das ist alles sehr unkritisch. Deswegen habe ich diese Werte nicht eingezeichnet. Gut, der Radio ist schon auf die Frequenz eingestellt. Das Ganze sendet schon. Jetzt drücke ich mal Play. Okay, wie man sehr gut hören kann, ist die Modulation sehr laut. Das Ganze funktioniert einwandfrei. Eine Siliziumdiode, man sieht hier auch die aufgebaute Schaltung. Ich bin jetzt mit der Kamera gerade nicht so flexibel, da die Kamera über Krokodilklemmen und ein Labornetzteil versorgt wird. Das ist meine alte Kamera, mit der ich viele Videos gemacht habe. Und der tolle, in Anführungszeichen, Lithium-Akku dachte, er muss tiefentladen sein. Und da ich keine Lust auf einen Zimmerbrand habe, habe ich ihm Eflose geschenkt. Der kann ihn dann vielleicht auseinanderbauen, ich weiß nicht, was er damit gemacht hat. Und da die Kamera auch über kein normales Stecknetzteil verfügt, also ein Hohlstecker oder ein 3,5 mm Klinkenstecker, sondern ein Spezial-Panasonic-Stecker, habe ich das Ganze jetzt an meinem Bornesteil angesteckt, und es ist wirklich eine Konstruktion, wo man sich kaum traut, die Kamera groß zu bewegen, da das Ganze jetzt über Krokodilklemmen und ein wortwörtlich nur loser reingestecktes Kabel mit 5 Volt versorgt wird. Wie auch immer. Also man sieht schon den Plan, und man konnte, glaube ich, auch die Schaltung sehen. Ich kann die Kamera, wie gesagt, nicht so weit und so groß bewegen durch diese Einschränkung. Jetzt aber, worüber ich hauptsächlich reden möchte, und zwar um weitere Videos. Es geht mir darum, dass ich einige neue Projekte entwickelt habe. Zum einen habe ich mir einen Prüfsender ausgedacht, der von, in Anführungszeichen, 1 Hertz bis 30 MHz geht, sowie ein neues Walkie-Talkie habe ich entwickelt, ein Sprechfunkgerät. Und ich habe jetzt das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich mit der Komplexität das ausarbeiten soll. Zum Beispiel beim Prüfsender könnte ich den so machen, dass ich mit einem Trimkondensator von 0 bis 30 MHz durchstimmen kann. Das realisiere ich mit zwei Oszillatoren. Einer läuft auf 100 MHz Referenz und der andere läuft auf 70 bis 100 MHz. Also gibt es eine Differenzfrequenz, die wiederum unsere Kurzwellenfrequenz ist. Oder Langwellen- oder Mittelwellenfrequenz. Nur das Problem ist physikalisch. Wenn ich das Ganze physikalisch-mechanisch aufbaue,
dann habe ich einen kleinen Bereich, sagen wir einen Zentimeter, wo ich drehen kann, und dieser eine Zentimeter macht schon eine Frequenzänderung von, sagen wir, 1 Megahertz aus. Und das ist natürlich nicht so toll, wenn ich jetzt sage, ich möchte 250 Kilohertz einstellen, wie soll man das bitte präzise einstellen? Die Alternative wäre, dass ich einen Sender baue, der von 0 bis 5 MHz geht oder von 5 bis 10 MHz. Aber ich weiß nicht, welchen ich bauen soll. Weil der von 5 bis 10 MHz, der geht also nur bis 10 MHz und nicht bis 30. Dafür wäre er präzise einstellbar. Der Hintergedanke ist nämlich der, man könnte schon einen Prüfsender bauen von 0 bis 30 MHz in, sagen wir mal, 8 Schritten. Also 8 Absätzen oder von mir aus auch 5 bis 6 Absätzen. Nur es wird halt komplex und ich möchte die ganzen Sachen einfach bauen. Das ist genauso mit dem Funkgerät. Ich habe es geschafft, ein Funkgerät zu entwickeln, basierend auf einem Superhead, wo man nur einen einzigen Tonkondensator abgleichen muss und mit dem gleicht man zugleich den Sender und den Empfänger ab. Wirklich eine tolle Schaltung, bin ich auch stolz drauf, aber ich kämpfe schon in Anführungszeichen da und wieder mit mir, was soll ich jetzt daraus machen? Entweder ich mache die Schaltung so, ich würde zum Beispiel gerne als Empfänger einen Superhead verwenden, ich baue jetzt eine sehr einfache Schaltung, sagen wir mal drei Transistor Superhead, ohne große AGC-Steuerung oder ähnliches, dann habe ich zwar auf der einen Seite eine einfache Schaltung, aber die Gesamtleistung ist nicht so gut. Ich würde das Funkgerät für 10 mW auslegen, wegen Zulassung, also Legalität, und dann hätte ich vielleicht eine Reichweite von 30 Meter. Bringt das? Nicht wirklich. Jetzt kann ich aber auch hier gehen und kann einen Superhead mit viel mehr Transistoren aufbauen und dadurch erhalte ich eine höhere Empfindlichkeit, baue vielleicht auch noch eine AGC ein und habe dadurch eine höhere Reichweite, sagen wir mal 100, 150 Meter Reichweite auf einmal. Aber dafür ist es halt viel komplexer und ich weiß nicht, was das die Anfänger da möchten, weil es ist eigentlich irrelevant, weil im Prinzip das Funkgerät mit mehr Transistoren hat wortwörtlich nur mehr Transistoren. Unter Widerstand und Kondensatoren ist es deswegen nicht komplexer. Es müssen keine Übertrager gewickelt werden oder sonstiges. Es ist halt einfach nur physikalisch aufwendiger. Und da denke ich da und auf der anderen Seite Einsteiger, die sehen dann, die Schaltung ist so kompliziert, das brauchen wir nicht nach, aber ich lese ja die Kommentare, die ihr schreibt, also auch wenn ich nicht immer antworten kann, oder meistens antworte ich ja, oder so gut wie immer antworte ich eigentlich per privater Nachricht, die aber dann scheinbar manchmal nicht ankommt oder nicht darauf reagiert wird, aber das ist egal, das ist ja ein anderes Thema. Da habe ich schon Leute gehabt, die einfachsten Schaltungen nicht nachbauen können oder sich dann wegen sehr einfachen Schaltungen Fragen stellen. Und da kann ich nicht mit einer Schaltung, sage ich mal, daherkommen, wo jetzt 10, 15 Transistoren drin sind, aber die halt notwendig sind, um die Aufgabe gescheit zu erledigen, dass man ein wirklich gutes Funkgerät erhält. Wenn ich das Ganze auch mit, sagen wir mal, 8 Transistoren bauen kann, oder das wäre 8 wäre schon sehr knapp. Also es ist einfach, wo ich momentan ein bisschen nachdenke, ist, wie soll ich die Sachen auslegen? Soll ich sie eher komplex machen, aber auch nachbaubar? Die Teile ändern sich ja deswegen nicht großartig, es sind halt nur mehrere Teile. Oder soll ich sie einfach machen, aber dafür halt nicht wirklich gut? Das ist was, wo ich sehr viel drüber nachdenke und grübel. Das nächste, was ich noch sagen möchte, über Hochspannungs- und Wechselrichter-Videos. Ich habe schon sehr lange keine Hochspannungs- und Wechselrichter-Videos mehr gemacht. Das liegt daran, dass ich ich habe neue Schaltungen entwickelt, ich habe einen neuen Wechselrichter entwickelt, den habe ich auch schon über 80 Watt getestet, funktioniert einmal frei. Noch besser als die, wo ich jetzt gezeigt habe. Und eine neue Plasma Speaker Singing Arco, wie die Dinger heißen, Schaltung. Und das Problem war, bei der Plasma-Speaker-Schaltung habe ich dann anstatt einem AC-Zahlen-Bafo mal einen DC-Zahlen-Bafo genommen und hatte dann ca. 2,53 cm Schlagweite, also 25-30 kV. Ja, und ich habe mich halt rumgespielt, weil es gerade so schön funktioniert. Zieht seine 4 Ampere sowas bei 12 Volt, man kann mal schöne Blitze machen. Und ich habe gesehen, dass beim Zahlen-Bafo unten andauernd Funken übergesprungen sind, oder? Das sind nur so kleine Funken, so wie so eine Startschale-Entladung, das ist egal, das macht nichts. Ja, bis eben dann mein Labornis-Zeug kaputt war. Ich habe sie dann auch zur Hypnose geschickt. Der hat es ja repariert und behalten, das ist ja okay. Aber was ich sagen möchte, ich möchte momentan nicht so die Hochspannungssachen machen, weil ich einfach manchmal dumme Fehler mache, sage ich mal so. Also ich habe nicht generell mit Hochspannungsprojekten aufgehört, ich habe sie nur momentan etwas verschoben. So, jetzt möchte ich noch ein bisschen Werbung machen, und zwar für einen Kanal, den ich euch sehr ans Herz legen möchte. Ein rein deutscher Kanal, also keine englischen Videos, der wirklich sehr auf, also die Person dort macht sehr aufwendige Videos, gibt sich da wirklich Mühe, nur als ich das letzte Mal geschaut hatte, hatte der gerade mal 39 Abonnenten und das ist echt wenig. Der Kanal, den ich euch empfehle, ist von Mark Hoppenstedt mit E. Ihr findet ihn am besten, indem ihr bei YouTube nach Langwellensender sucht und dann runterscrollt. Man sieht ja unter den Videos immer, wer dieses Video gemacht hat, und da gibt es einen Benutzer, der heißt, wie gesagt, Mark Hoppenstedt. Und der hat auch ein Logo, das heißt irgendwie SRM, Sächsische Rundfunkmanufaktur. Und ich würde euch wirklich die Videos von ihm empfehlen, weil er macht sehr viele Videos über Radios, alte Radios, Funktechnik, Bausätze aus eBay und sonstiges. Wirklich ein sehr guter Kanal. Schaut doch mal bei ihm vorbei und über ein Abo würde er sich natürlich auch freuen. Okay, beste Grüße,